Ein ganz normaler Herbsttag. Die Blätter fallen wieder von den Bäumen und für mich bedeutet das wieder eine ganze Menge Arbeit. Also es gibt Dinge, die scheinen sich wohl nicht zu ändern, so Jahr für Jahr. Und das in einer Zeit, in der alles nur nach Veränderung schreit. Veränderung hier, Veränderung dort, schon wieder ein Lockdown, echt jetzt, schon wieder die ganzen Einschränkungen durchmachen und gucken und aufpassen und dem eigenen Hobby nicht nachgehen können, in der Arbeit eingeschränkt sein, Besuche, die nicht stattfinden können und, überall wieder Veränderungen. Da gibt es die einigen, die so weit gehen und sagen, naja, pass auf, da gibt es eine geheime Weltregierung, die den Menschen gleichschalten möchte, da müssen wir vorsichtig sein. Andere sind ein bisschen entspannter und sagen, wir müssen aufeinander Acht geben, das ist wichtig, ne? Bleibt mal lieber zu Hause, haltet euch in allen Dingen ein bisschen zurück. Einige Dinge ändern sich, andere wiederum nicht. Und das ist das, worum es heute gehen soll, die Frage nach Veränderung. Wie ist das mit der Veränderung im Leben des Menschen? Ich meine, denken wir mal ein Stück weiter. In ein paar Tagen oder Wochen oder Monaten, wie auch immer, werden sich die Dinge normalisiert haben. Da wird es ja wahrscheinlich einen Impfstoff oder ähnliches geben. Wir werden mit diesem Virus umgehen können. Aber verändert der Mensch sich dadurch auch? Hat er durch diese Zeit begriffen, dass er das Leben gar nicht kontrollieren kann, dass es nicht in seiner Hand liegt? Wie ist das mit den Veränderungen in deinem und in meinem Leben? Das ist die Frage, um die es heute geht. Ich möchte euch heute mal mitnehmen zum Anfang der Weltgeschichte. In 1. Mose Kapitel 11 ist vom Turmbau zu Babel die Rede. Die gesamte Menschheit hat eine einzige Sprache, hat die gleichen Werte und aufbauen auf diese eine Sprache, auf diese gemeinsamen Werte, die sie eben haben und verfolgen, wollen sie eine Stadt errichten, Babel, einen Turm bauen, der so groß ist, er soll bis zum Himmel reichen. Also eine gigantische menschliche Leistung, die dort angestrebt wird. Und das ist das, worum es den Menschen oft geht. Er möchte sich einen Namen machen. So heißt es auch dort in 1. Mose 11. Der Turm, der soll genau das symbolisieren. Wir wollen uns verewigen, wir wollen uns einen Namen machen, wir wollen wer sein. Die Weltenbummler unter euch, die kennen das. Keiner von uns würde nach Paris gehen und sagen, den Eiffelturm, der ist mir da nicht untergekommen, habe ich nicht gesehen. Der ist aus fast jeder Ecke, aus fast jedem Winkel in Paris, ist dieser Turm ersichtlich. Oder das Empire State Building, die Freiheitsstatue in New York, da würden wir sagen, klar, logisch, kenne ich. Wer von uns würde nicht nach Asien reisen und sagen, wenn ich schon mal da bin, dann mache ich noch eben einen Abstecher zur chinesischen Mauer. Oder Ägypten, eben die Pyramiden angucken. So gewaltige Bauwerke, die Menschen errichtet haben in den letzten Jahrhunderten und Tausenden, gewaltige Konstrukte. Wir als Menschen versuchen, uns einen Namen zu machen, uns zu verewigen durch Beton, durch Stahl, durch Glas. Wir wollen wer sein. Es gibt da nur ein Problem. Das Problem ist, dass wir als Menschen uns nicht verändern. Das Problem ist, dass wir unsere Ehre suchen und nicht Gottes Ehre. Das ist eine Sache, die scheint sich wohl nicht zu verändern. Selbst der große atheistische Philosoph Nietzsche hat genau das gesagt. Er sagte, der Antrieb des Menschen, das, was ihn voranbringt, dort, das, wonach er eifert, ist Macht, er will Macht haben, er will Herrschaft ausüben. Das ist seit der Menschheit der Fall. Direkt im Garten Eden fing das an, sein zu wollen wie Gott. Warum soll allein Gott alle Ehre zufließen? Ich meine, wir als Menschen sind es doch, die dort ackern, die sich dort herausgefordert werden, die großen Monumente dieser Welt, die haben wir doch gebaut. Das ist doch unser Schweiß gewesen, den das Ganze gekostet hat. Wir wollen uns einen Namen machen. Wir wollen wer sein. Die Denkmäler, die sollen uns gelten. Warum allein Gott? Statuen, Mauern, Wolkenkratzer, vieles mehr. Wir bauen und bauen und bauen. Wir wollen gerne wer sein. Ich habe vor kurzem den großartigen Film Apollo 13 gesehen mit Tom Hanks, wie er dort Neil Armstrong spielt, auf den Mond fliegt. Fantastisch, sehr empfehlenswert. Und wo er dort auf dem Mond ankommt und dann diese Szene, wo es dann heißt, das ist ein kleiner Schritt
ein winziger Schritt für einen Menschen, aber ein ganz, ganz großer Schritt für die gesamte Menschheit. Vielleicht wird es ähnlich bald heißen, wenn es einen Impfstoff gibt. Ja, es ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, jemand, der da etwas entdeckt hat, aber ein ganz, ganz großer Schritt für die Menschheit, weil es alle betrifft, weil es für alle jetzt zentral, für alle wichtig ist. Das Problem des Menschen, das sich nicht verändert, ist, dass wir unsere eigene Ehre suchen. Dann geht es wieder um den Menschen. Oh, was hat der Mensch Großes erreicht? Was hat er alles erlangt? Aber wenn die Dinge schwierig sind, dann wird es Gott schnell in die Schuhe geschoben. Ja, wie kann er das denn zulassen? So ein Gott der Liebe, der Bibel, den wir uns gerne so ein bisschen ausmalen, wie wir ihn gerne hätten, und dann sagen wir ihm, nein, nein, das so ein Gott kann es nicht geben. Wisst ihr, was das Problem von uns Menschen ist? Ganz gleich, was uns in unserem Leben antreibt. Ob wir jetzt die große Macht haben wollen, den großen Einfluss, ob wir Ansehen und Anerkennung auf den sozialen Plattformen haben wollen, ob wir den Sinn des Lebens einfach nur suchen und selbst verwirklichen wollen, das ist ja das, was heute so groß herausposaunt wird. Du musst dich selbst verwirklichen, du musst versein, finde dich selbst, erkenne, was der Sinn des Lebens für dich persönlich ist. Es gibt für dich persönlich keinen Sinn des Lebens, wenn du Gott nicht hast. Das ist es, was wir zu begreifen haben. Der Mensch selber kann sich den Sinn gar nicht geben. Es funktioniert nicht. Es geht in unserem Leben um Gottes Ehre, nicht um unsere. Und das ist es, was ich nochmal neu deutlich machen möchte. Es geht um Gott, nicht um mich und auch nicht um dich. Nur wir prahlen lieber mit unseren Leistungen, mit dem, was wir als Menschen erreicht haben. Wisst ihr, ich glaube, wenn die Sünde nicht über den Mensch, über die Menschheit herrschen würde, ich glaube, wir wären trotzdem zum Mond geflogen. Ich glaube, wir hätten trotzdem kilometerhohe Gebäude errichtet. Aber mit einem ganz, ganz gewaltigen Unterschied. All Dinge, die wir getan hätten, hätten wir nicht für uns zu unserer Ehre getan, sondern zu Gottes Ehre. Denn direkt am Anfang der Menschheitsgeschichte sagt Gott, schaut euch das alles an, das ist für euch, macht es euch untertan, beherrscht die Welt. Es ist für euch da, genießt es. Aber alles unter der Autorität des lebendigen Gottes. Das ist es, was wir verdrehen. Das ist es, worin wir leben. Eine Veränderung, die nicht stattfindet, solange wir nicht uns der Autorität des Wortes Gottes und somit Gott selbst unterordnen. Die Geschichte vom Turmbau zu Babel, das ist jetzt keine paar tausend Jahre alte Geschichte, sondern es ist unsere Geschichte. Es ist das, was wir tun, worin wir leben. Wir sind die Akteure. Lass uns einen Namen machen. Lass uns wer sein. Wir wollen uns verewigen. Der Witz an der ganzen Geschichte, das ist so die Ironie, die wir in dieser Story finden, ist, dass es dann heißt, einige Verse später, dass Gott sah, was die Menschen getan haben, vom Himmel herabstieg. Die Menschen wollten ja sein wie Gott, die wollten ja Gott nah sein, so sein wie Gott. Und da ist ja diese Ironie drin. Gott muss erstmal zu den Menschen herabkommen und guckt, was machen die denn da eigentlich? Und dann sieht er die Menschen dort und dann heißt es, und es gefiel ihm gar nicht. Was ist die Folge des Ganzen gewesen? Chaos, Zerstörung. Das ist immer das, was folgt, wenn Menschen versuchen, sich einen Namen zu machen, wenn sie ihre eigene Ehre suchen und danach trachten. Wenn in unserem Leben diese Veränderung, dass wir von uns weg hin auf Gott schauen, nicht stattfindet, wird es immer, früher oder später, in Chaos enden. Der Erfolg in unserem Leben, der ist in der Regel immer nur sehr kurz. Und deswegen möchte ich neu dazu Mut machen, gerade in den nächsten Tagen und Wochen, wo wir wieder eingeschränkter werden, wo wir wieder erleben, ja, es verändert sich dann doch wieder einiges, was wirklich zentral in unserem Leben ist und was sich verändern sollte. Und das ist unsere Beziehung zum lebendigen Gott. Dass wir nicht unsere Ehre, sondern Gottes Ehre suchen. Und in diesem Sinne, Gott befohlen.